Das ist eine fromme Klasse, unabhängig auch vom Burger. Dann mache ich einen Sprung die Treppen runter. So wenig komme ich klar jetzt da drauf. Wirklich, ey, was ist hier los? Was passiert mit mir, ey? Ich bin hier nicht drauf vorbereitet gewesen. Ohne Leben und Schönheitsabstand. Seid ihr jetzt noch aus Hamburg? Wir sind gleich in Mannheim. Wir werden den Apache-Döner testen. Ich war schon da, also wirklich ein interessantes Ding. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Und wir werden auch noch, ich zeige euch einen Top-Spot, Leute. Ich bin immer so stolz, wenn ich sowas entdeckt habe. Neuer Spot und der reißt ab. Er reißt wirklich ab. Also in Frankfurt sind ja jetzt Goldies und auch Urban Ranch sowieso schon länger. Der ist in der Top 3 mit drin. Selbst wenn man sich deutschlandweit so die Top 10 Burger, die gehandelt werden, anguckt, ist er in der Top 10 drin. Der ist wirklich. Boah, Welt, das macht die Bibi. Als sie mir einen Burger angeboten hat, dachte ich, lass lieber. So, wisst ihr, habe ich überhaupt nicht. Ich dachte, das wird wieder so ein wirklich Scheißteil, aber der hat abgerissen, ey. Und die Frau ist so sympathisch, müsst ihr euch geben. Wir gehen direkt rein. Viel Spaß im Video. Das ist ein Chefdöner. Ach ja, und das Wühl noch mal eben vom Apachen eingeblendet. Digga, bester Döner in Mannheim. Guck mal hier, da sind die Spieße. Das ist ganz klein, entspannter Laden. Brauchen wir jetzt nicht viel zeigen. Ich zeig mal von außen einfach. Boah, das wird Apaches Lieblingsdöner. Danke, mein Lieber. Danke, danke. Selbstgemachtes Brot, Fleisch auch selber gemacht, sagen die Jungs. Alles selber? Ja, ja, ja. Mach mal ruhig alles rein, genau. Kommt näher. Machst du aber bei jedem, ne? Ist nicht Kamerabonus? Nee, nee, nee. Okay, perfekt. Schönen Tag euch noch, ne? Danke, danke, tschüss. So Leute, hier ist der Döner, ey. Selten haben wir so schnell aus dem Dönerladen raus hier, ey. Zwei Sachen zu diesem Döner. So einmal, warum mit Soßen? Wenn er mir nicht so aussieht, dass er ohne Soßen performt, nehme ich lieber mit Soßen, sonst ist der Versuch für den Arsch. Ich muss wieder zweimal testen. Hab keinen Hunger mehr für den nächsten Test, denn ist immer schwierig. Und deshalb nehme ich mit Soßen, der sah mir schwierig aus ohne Soßen. Und irgendwas wollte ich euch noch sagen, ey. Aber ich weiß nicht, was ich sagen will. Apaches Lieblingsdöner, interessant, ey. Ja, die scharfe Soße gefällt mir sehr gut. Schmeckt original wie Samba Oleg. Brot performt. Und natürlich eins noch, Selfmade. Lassen wir uns nichts mehr erzählen. Ich möchte den netten Herren nichts unterstellen. Aber Selfmade glauben wir nur, wie gehabt, wenn wir es gesehen haben. Ich bin wirklich Fan von der Soße. Die Soßen sind hier komplett im Vordergrund. Samba Oleg zwischendrin voll in die Fresse. Dann kommt aber diese Joghurtsoße immer. Dann kommt so ein vermischter Geschmack von beiden. Ist auch ein großer Teil von dem Döner. Nimmt dieser vermischte Geschmack ein. Und zwischendrin kommt dann ganz kurz dieses Joghurt-Feeling von der typischen Joghurtsoße, was sich vorkämpft. Gutes Ding. Ich kenne dieses Fleischfeeling schon sehr oft gegessen. Mmh. Boah. Puh, puh, puh. Ich sammle mich noch mal kurz, bevor ich hier noch mehr rede. Gute, außergewöhnliche Marinade vom Rotkohl. Selten so gegessen, gibt einen sehr anderen Charakter rein als jetzt ein normaler marinierter Salat. Ich bin wirklich begeistert vom Döner. Absolut geile Soßen. Geiles Feeling, ein Döner, den ich persönlich absolut abfeiere und den ich sofort und ohne mit der Wimper zu zucken gerne wieder essen würde. Also wirklich, feiere ich hart den Döner. Man muss das aber vom ein bisschen auch so manchmal diese persönlichen Vorlieben raushalten und dann auf die harten Fakten gucken. Und die Soßen waren Welt, genau mein Ding. Fleisch war aber wirklich vernünftig, aber nicht außergewöhnlich. Fleischfeeling oft so geschmeckt. Würde ich jetzt auch mal so einstufen, kein High-End-Fleisch. So von den Hochkarätern, also kommt nicht an die Hochkaräter ran, die ich schon gegessen habe. Genauso wenig das Brot war self-made und auch so ein Ding, wo ich sage, ah, bockt einfach, geil, aber gibt es wesentlich bessere noch. Ich ranke das jetzt in meinem Nicht-Self-Made-Ranking, gebe ich eine entspannte 8 von 10, wirklich, also ich fand den wirklich stark, aber die harten Fakten sagen, oh, kann man gerade noch machen, so wie ich es gemacht habe. Kuss geht raus, danke an den Apachen für die Empfehlung, hat Spaß gemacht. Wir sind auf der Autobahn am Start, gleich da. Hallo Lieben und schön, dass ihr am Start seid aus Frankfurt. Ach nee, das habe ich ja eben, ihr habt das Intro schon gesehen. Oh, was ist da los, ey? Also ihr habt das Intro schon gesehen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was jetzt passiert. Immer Fan der wahren Worte, ein Kollege sagte, du musst diesen Spot testen. Ich habe nicht mehr genau hinterfragt oder es ist schon so lange her, dass ich nicht mehr weiß, was es ist. Aber es soll ein Weltspot sein. Wir testen jetzt Bibis. Bibis habe ich jetzt schon gesehen und wenn ich das weiß ich noch recht in Erinnerung habe, Sandwich. Bibis, Bibis, ey. Und was ein crazy Döner daneben, ey. Oh, habt ihr das gehört? Ey, da hat irgendwas gezischt. Gefüllte Baguettes und Burger. Hi. Hi. Du bist Bibi? Ich bin die Bibi. Ach, du bist Bibi. Darf ich den Film auch? Ja, das lösche ich jetzt. Geil. Nein. Bibi, ich komme mal eben noch mal zu dir nach hinten. Also ich komme mehr auf eine Empfehlung. Ne? Und mir wurde gesagt, das ist absoluter Abriss hier. Ja, ich würde sagen,
danke. Ja? Mhm. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Burger, Baguette. Ich habe natürlich auch, ich kann jetzt keine 10 Sachen essen, ja, aber klar, wenn du jetzt zwei Sachen sagen würdest, Bibi, was ich testen soll, was würdest du mir empfehlen? Ich würde dir den Bibi Spezial tatsächlich empfehlen. Den gibt es so nicht auf der Karte. Das ist halt nur für so einen engeren Kreis, wo Leute den auch kennen. Und tatsächlich den Philly Cheese würde ich dir noch empfehlen. Philly Cheese, echt? Ich habe sogar ein Philly Cheese Steak Ranking. Mhm. Also ich habe schon einige getestet, also das würde ich dann auch nehmen. Mhm. Aber wir fangen mit dem Burger an. Okay, sehr gerne. Mach Mega. Ich hier ready. Okay, ich warte. Bis gleich. Ganz kleiner Laden hier. Guck mal. Diese Kamera ist wirklich phänomenal. Es ist ziemlich dunkel hier. Ich kann euch trotzdem das hier präsentieren. Unerwartet gut, Leute, ey. Ja, unerwartet gut. Ich schwöre bei meinem Leben, man schmeckt, dass in diesem Burger ganz viel Liebe drin steckt. Ich glaube, wenn hier ein Ansturm kommt von 100 Leuten, würde es nicht mehr gehen, aber es würde jede Zutat auf Millimeter genau platziert sein. Geil vom Biss, super weiches Bun, außen ziemlich knusprig, weich innen. Dann hast du eine ganz prägnante, geile Säure im Burger, die sich so anfühlt. Oben und unten ist eine Soße, auf dem Bun. Ist ja auch nicht überall, also viele machen auch nur oben. Du merkst, wie sich von außen so eine Hülle bildet. Du merkst so eine Höhle, weil oben und unten ist diese Soße drauf und die zieht so einen geilen, edlen Säurefilm um den ganzen Burger rum. Super leicht pikante, scharfe Soße, ey. Mit Gewürz gekitzelt, punktuell der Knack vom Gemüse da. Leichter Pfeffer, starkes Ding, Leute, ich schwöre. Teigiges, gutes Bun, kein Billigbun. Real Talk, wo sie sagte, sie will, dass ich einen Burger esse oder der Typ schon. Dachte ich, scheiße, ey. Wobei, ich hätte es wissen müssen, weil der Typ, der mir das empfohlen hat, weiß gar nicht, ob ich sagen sollte. Bibelgruß, gehen raus an Jasko. Das ist absoluter Burger-Experte. Der hat mir das Ding nicht empfohlen, aber ich dachte, wo ich den Burger da auf der Karte gesehen habe. Ich habe so viel Burger gegessen, ich dachte, scheiße, ey, jetzt muss ich schon wieder Kacke bewerten. Nein, muss ich zum Glück nicht. Perfekte Kruste außen. Das ist ein grundsolider, starker Burger. Der dringt nach, ey. Der dringt verdammt nach. Super Käse, guter Käse. Kein Billigkäse da drauf. Boah, das ist genau, was ich mag, ey. Schöner Bergkäse. Bergkäse musst du dann auch den richtigen nehmen. Wenn du Bergkäse nimmst, ist der falsche. Hast du dich selber so hart geballert. Das könnt ihr euch gar nicht glauben. Hast dir selber eine rechte und eine linke gleichzeitig eine Kombo gegeben. Pfeffer wird stärker. Pfeffer wird richtig intensiv jetzt, ey. Mir geht einer ab. Nicht, oh, aus Versehen, mir ist die Pfefferdose oben gefallen und darauf. Und richtig geil intensiv. Einmal noch in die Erdnuss rein. Ging klar, war jetzt aber nicht so heftig, die Soße. Ich kann mit Stolz sagen, Leute, ihr wisst, wie lange ich das mache, diese Burger-Rankings. Ich habe wie lange bin ich im YouTube-Game? 5,5 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt Food mache, aber wie viele Top-10-Burger habe ich in dieser Zeit angekündigt? Manche sind vielleicht wieder rausgegangen, aber mehr als 20 werden es nicht sein. Von welchen, die vielleicht wieder dann beim zweiten Mal nicht performt haben oder so. Also ich gucke gerade hier echt in mein Ranking rein. Ich bin ehrlich mit dir, ich habe gedacht, so wo ich hier hingekommen bin, die empfehlen mir jetzt Burger und ich dachte, scheiße, ey, das wird nichts. Dachte ich wirklich, weil irgendwie habe ich nicht gedacht, dass das wird. Okay. Ja, aber der Burger war geisteskrank heftig. Der war geisteskrank heftig, wirklich. Also, habe ich absolut nicht mitgerechnet. Alleine, was du gemacht hast mit dem Pfeffer, dass du auf einmal hintenrum so reingeschossen kam, so richtig doll, geisteskrank heftig. Noch nie so gegessen, weil was Einzigartiges, was Geiles und belegt mit Liebe. Also, als du wirklich für den Burger dir 10 Minuten Zeit gelassen hast du nicht, aber mir fehlen die Worte dafür. Ich würde wegen meiner Bewertung auch nochmal in mich gehen, mache ich gleich. Mhm. Ist das Bio alles oder was ist so ein Dings für? Das ist alles Bio, ja, laber nicht. Das ist alles Bio. Und die Buns, macht ihr die selber auch? Nein, tatsächlich bekommen wir die aus einer Manufaktur. Aber auch Bio. Die sind auch Bio. Fleisch Bio, alles Bio. Alles Bio. Also, da wirklich Bio. Ich weiß gar nicht, ihr kennt das, es sind manchmal so Tage, manchmal hätte ich hier auf dem Tischchen getanzt, so vielleicht kommt die Euphorie in mir nicht ganz so hoch, wie es innerlich ist. Aber ich bin gerade, als hätte ich einen auf die Fresse bekommen. Jetzt noch mit dem Bio, also da ist ja auch voll mein Ding, das gibt keine Pluspunkte, weil ich bewerte nur Geschmack immer. Ja, deshalb, natürlich. Ich finde es persönlich noch zusätzlich so, so geil, wenn man noch sagen kann, so mit einem Slogan, mit gutem Gewissen. Also Leute, ey, was ist hier los, Bibi, ey. Ich weiß selber nicht, was hier gerade passiert, ey. Jetzt müssen wir noch das Philly Cheesesteak einmal. Deswegen bin ich draußen, würde fragen, darf ich starten? Du kannst starten. Man kann nicht in der Küche mitgucken, oder? Tatsächlich, dadurch, dass unsere Baguettes befüllt sind und nicht belegt, möchten wir das als Firmengeheimnis sozusagen. Ah, macht Sinn. Was hättest du gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel das ein Fenster andenkst und ich hätte so ein bisschen reingeluscht, aufgenommen, einfach geleakt bei YouTube, wärst du sauer gewesen? Auf dich kann ich nicht sauer sein, aber vielleicht ein bisschen angesäuert. Angesäuert. Geil. Okay, dann nehme ich trotzdem Philly Cheesesteak. Ja, perfekt. Ja. Mach ich dir ready. Bist du die Inhaberin, Bibi? Ja, ich bin die Inhaberin. Stark. Super sympathisch, Bibi. Das ist eine fromme Klasse, unabhängig auch vom Burger. Ja, dann mache ich einen Sprung die Treppen runter. So wenig komme ich gerade jetzt da drauf. Wirklich, ey, was ist hier los? Was passiert mit mir, ey? Ich bin hier nicht drauf vorbereitet gewesen. Bibi, ich guck hier mal ein bisschen, okay? Ja. Nein, Schwarz. Oh Mann, ey, heute habe ich auch wieder Kasper gefrühstückt. Mein Philly Cheesesteak. Boah, das ist alles da drin jetzt, ja? Das ist alles da drin.
Eigenpatentierte Geschichte ist das, ne? Yes, sir. Oh, stark, ey. Wisst ihr, was ja auch so eine Kacke ist, ey? So ein Video. Eigentlich ist das für einen Zweitkanal gerade geplant, weil ich Dienstag kein Zweitkanal-Video habe. Wer es noch nicht abonniert hat, Holle TV, unbedingt rein. Da kommen die ganzen Sachen, alle, die sagen, Erstkanal immer vieles Gleiche. Da teste ich alles. Und jetzt ist das so gut, ey. Also, das muss ich auf Erstkanal eigentlich bringen. Oh, das riecht schon so. Ein bisschen wie das Gewürz im Maggi-Beutel. Ganz doll, Chili-Charakter, leichte Schärfe, Käse deutet sich an, du merkst es im Biss. Oh, Bibi, ey. Ich stell dir gerade vor, sie wären meine Frau, Mann. Ich komme nach Hause, harte Arbeit gehabt, harten Tag. Wie damals, bist du im Getränkemarkt. 20 Paletten, LKW-Lieferung kommt an. Ich weiß noch, ich habe diese scheiß Schubkarre, die, mit der ich die Kisten schiebe. Ich war eins mit der. Ich habe mich geschoben, ich habe immer so einen Glaubenssatz. Makina, Makina, habe ich immer gesagt. Makina. Ich habe mich gefühlt wie eine Maschine. Ich habe das abgeräumt, das Ding. Und dann, ich komme nach Hause und Bibi haut mir das auf den Tisch, ey. Gib mir noch einen Schmatzer auf die Stirn und haut mir das auf den Tisch, ey. Stellt euch das vor, Mann. Was ist das für ein Leben, ey? Ich habe ein heftiges Leben, aber das ist schon ein guter Gedanke. Oh. Super weich, Intensität pur. Überhaupt nicht, wie man Philly Cheesesteak kennt. Alleine schon, weil es meistens ja dann auch diese Billigkäse ist. Und da stehe ich auch überhaupt nicht drauf. Bring das mal so hier rein, ohne zu stopfen, dass es so eine Konsistenz hat. Geile Jalapenos. Das ist wirklich, das ist so gut hier. Ich lasse mir den Rest einpacken. Ich nehme noch eine Runde, ey. Ich suche mir jetzt was ganz Besonderes aus der Karte aus, ey. Ach, das ist so ein Geheimtipp, Leute. Darum bin ich hier, ey. Dafür mache ich das, ey. Um euch zu sagen, dass es diesen Spot hier gibt, der anscheinend nicht so bekannt ist. Wo jetzt nicht die Hütte rumst. Und guckt euch die Bibi an, ey. Wie geil wäre das, wenn hier die Schlange full ist in den nächsten Tagen, ey. Das hat die Frau verdient. Oh, Bibi, ich habe eine Entscheidung getroffen. Weil das so geil ist hier, lasse ich mir das einpacken und nehme noch was. Ja, bitte. Ja. Was auch noch sehr beliebt ist, wäre das dritte tatsächlich. Das ist ein Kip Curry. Das ist ein Indian Curry aus Südamerika, aus Suriname. Oh, ja, ja. Und es ist aber ein bisschen heller als das indische Curry, weil ich noch frische Tomaten mit einkoche. Ja, komm, dann nehmen wir das. Bin ich dabei, ja. Bon Appetit. Dankeschön. Wirklich so wie ein Curry von den, einfach Curry, wie man es kennt. So viel Facetten der Laden. Hier isst du Sachen, die isst du sonst nicht. Für die Cheesesteak okay, aber in so einem Brot nirgendwo gegessen. Das ist so ein geiles Curry. Also hätte ich gewusst, dass es das gibt, hätte ich irgendwann in meinem Inneren mal gesagt, könnt ihr bitte ein Brot anschaffen, dass du mir das in ein Brot reinpressen kann. Ich will da was reinpressen in dieses Brot. Jetzt bin ich schlauer. Wisst ihr, sonst hat man Brot zum Reindippen und isst Curry, isst Brot, isst Curry, isst Brot. Jetzt so beides in eins. Wisst ihr, wie das schmeckt? Wie so ein Mittelding aus Curry und ein Chili, komischerweise. Vielleicht wegen dem Mais da drin. Ich meine das Mais drin, oder ich bin völlig geistig zurückgeblieben. Also pass auf, ich weiß genau, wie ich das ausdrücke. Dieses Baguette ist ein sehr heftiges Baguette. Bisher privat lebe ich ja einen sehr gesunden Lifestyle. Und ich muss es genau sagen, wie es ist. Für dieses Baguette, um da richtig Fan von zu sein, und ich bin Fan davon, musst du ein Faible für diesen gesunden Lifestyle haben. Normales Weizenbaguette mit einem Typ, ich weiß nicht, was für ein Typ Mehl, das ist halt so Weiß-Weißbrot, ne? Das ist ja eher so Hartweizengrieß und geht in die andere Richtung, geht eher so in die, nicht Gesundheitsrichtung, aber es ist was anderes. Da musst du einen Touch für haben, wenn du den nicht hast. Also ich könnte es nicht jedem empfehlen, das will ich damit sagen. Musst du ein Fan von sein, gebe ich 8,1 Punkte. Aber mit einem großen Hinweis, sei Fan von was anderen, weil das ist was ganz was Besonderes und vor allem von dieser bisschen Gesundheitsrichtung. Jetzt gehen wir zu Bibi für die Burgerbewertung noch. Das lasse ich mir übrigens auch einpacken und das wird auf dem Weg gesnackt. Bibi, also ich würde jetzt in die Bewertung für dich reingehen. Ich gehe ja mal in die Bewertung, ne? Ja. Boah, also das war geisteskrank. Das war geisteskrank, wirklich, wirklich. Also auch die Baguettes waren genau mein Ding. Für den Burger gebe ich dir. Oh, also ich bin am Schwanken zwischen 9,1 und 9,2 Punkten. Das habe ich seltenst im Burgerbereich gegeben. Und ich habe allen schon gesagt, die müssen hier die Bude einrennen. Ich glaube, ich kippe gleich schon. Sau heftig. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Wirklich. Danke! Ja, super heftig. Wirklich, Bibi, ich bin begeistert von dir. Von allem, von dem Laden, von dir, von allem. Oh, mein Herzchen schmilzt. Dankeschön. Ja, bitte, Bibi, bitte. Cool, cool. Geil, cool, coole cool. Also, Sache, danke. Ja, in dem Sinne. Lasst einen Daumen da. Lasst einen Kommentar da für die gute Bibi. Rennt danke. Den Laden ein, ihr werdet sehen, ich laber keine Scheiße. Ich geb Gas auf jeden Fall. Aber ihr müsst die Bude einrennen, geisteskranker Laden. Danke, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.